nein. Los geht's. Sei vorsichtig, Wulfu. Das Erdbeben wird kommen. Lauf, lauf, beeilt euch. Lauf, lauf. Das Erdbeben ist plötzlich gekommen, dass wir die Leute vor Ort informieren. Ja. Erde, Erdbeben, kommt! Das Erdbeben kam so schnell. Haltet die Köpfe unten, folgt mir! Los, los! Nein, 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 nein! Wow, Dr. Cats Erfindung ist wirklich ihr Geld wert. Das ist der unterirdische Schutzraum, den ich für den Fall von Naturkatastrophen gebaut habe. Aber wie werden Dr. Cat, Wulf und Molly alle unter der Erde retten? Ich geh hoch, du gehst runter. Ju! Wulf ist zurück, aber Molly noch nicht. Wulf hat beschlossen, Molly zu suchen. Hilf mir! Wulfu hat es geschafft. Mein Gott, wo ist das ganze Wasser hin? Lauf, der Tsunami kommt. Lasst uns ans Meer fahren. Vor dem Sturm ist das eine glückliche Zeit für die Familie Wulf. Kleine Wellen kommen. Und dann? Danach? Hilfe! Hilfe! Warte, ich kann schwimmen! Es ist gefährlich! Was sollen sie tun? Lauf! Tsunami! Lauft zum Wohnbereich! Lucy, stopp! Oh nein! Lauf weg! Puh, die Familie Wulf ist in Sicherheit. Wenn das Wasser plötzlich zurückgeht, ist das ein Zeichen für einen Tsunami. Lauf in die Höhe und denk nicht an deine Sachen. Merke dir das bitte. Also Kinder, was lernt ihr aus diesem Video? Warum rennt der Weihnachtsmann so ängstlich? Oh, es ist Wulfu. Und Panda. Rette den Weihnachtsmann vor dem Schneesturm.
Achtung, ein Schneesturm zieht auf. Oh nein, der Weihnachtsmann kann nicht mit unseren Geschenken kommen. Was hat Wulfo vor? Gott, die drei Rentiere haben den Weihnachtsmann verlassen. Das war Wulfos Idee. Mal sehen, ob es in der Realität so ist, wie Wulfo geträumt hat. Hallo? Sieh es als einen Traum an, Wulfo. Das Haus steht in Flammen. Mal sehen, wieso Wulfos Haus brennt. Spielt nicht im Keller herum, Kinder. Bitte. Oh, sie haben gar nicht gehört, was Papa Wolf gesagt hat. Oh mein Gott! Cool! Findest du, dass Wulfos Handeln richtig oder falsch war? Feuer! Feuer! Schnell, ruf den Notruf! Schaut, das Feuer wurde größer und größer. Wie kann die Familie Wolf jetzt entkommen? Mami ist noch da drin. Mami, Mami! Hast du gesehen, welche Folgen das Spiel mit dem Feuer hat? Es war unsere Schuld. Es tut uns leid. Zum Glück sind wir alle in Sicherheit. Spielt nicht mit brennbaren Gegenständen, sonst könnt ihr euch verletzen. Flucht aus Papa Wolfs Gefängnis. Zeit zum Mittagessen. Nein! Nein!
will nicht essen, will aus dem Gefängnis fliehen. Hä? Hm? Ah. Ah? Wulfu, darf ich mitspielen? Na also, es sieht so aus, als würde die Familie Wolf heute dieses Gefängnisausbruchsspiel spielen. Es ist sehr interessant. Aha! Wulfu, eine schwache Gesundheit kann nicht erfolgreich sein. Du musst gut essen, um stark zu sein, um aus dem Gefängnis zu kommen. Auf mich. Ich werde einen Weg finden, dich zu retten. Kannst du erraten, wie Wulfu Mama Wolf befreien wird? Es ist schwierig, wenn wir gesund sind und hart arbeiten. Ja! Ich hab's kapiert. Ich werde von jetzt an richtig essen.